Aktuell sind im Landkreis Leipziger Land 1.485 Flüchtlinge untergebracht. Sie kommen aus 31 Ländern, der größte Teil aus Syrien, der Russischen Föderation, Afghanistan, Tunesien, Libyen, Pakistan, Kosovo und Indien. Wir haben im Landkreis eine Unterbringungskonzeption verabschiedet, nachdem wir entschieden haben, etwa 60% in Wohnungen unterzubringen und 40% in Gemeinschaftsunterkünften. Das ist eine Quote, die hat über anderthalb Jahre sich relativ stabil auch entwickelt. Auch mit den steigenden Zahlen ist sie eingehalten worden. Ich glaube, wir haben etwa 270 Wohnungen derzeit angemietet als Landkreis, wo über 800 Flüchtlinge, Asylbewerber untergebracht sind und haben mittlerweile eine ganze Reihe von Gemeinschaftsunterkünften. Die Unterbringung in Wohnung ist der Tatsache geschuldet, dass es in der Regel eine gute Verteilung auch im Landkreis realisierbar ist. Es ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass durch die Wohnung eine Infrastruktur vorhanden ist und man muss nichts Neues aufbauen, weil ja doch in einigen Gemeinden eine ganze Reihe von freistehenden Wohnungen zur Verfügung stehen, sodass man da nichts Neues bauen musste. Gemeinschaftsunterkünfte gibt es im Landkreis derzeit 8. Dazu zählt die Notunterkunft in der Borner Königsstraße, die mit 60 Männern zu 100% ausgelastet ist. In einem der Zimmer ist der 26-jährige Abdel Rahim mit 5 anderen untergebracht. Geflüchtet ist er aus Syrien, Damaskus. Er will gern. Also der hat gesagt, es gibt gar keine Zukunft und keine gute Perspektive für ihr Leben. Deshalb er möchte sich also was verändern. Er ist in Deutschland, also sein Leben ändern und also für sich, glaube ich, und für ihre Familie. Also seine Familie ist teilweise in Libanon und in Damaskus und Jordanien. Sie sind auch geflüchtet nach diesen Ländern. Er möchte weiter studieren hier in Deutschland. Er hat in Damaskus also Psychologie studiert und er möchte gerne hier weiter in Deutschland studieren. Wer Asyl in Deutschland begehrt, wird zuerst durch den Bund registriert und bekommt einen Platz in einer Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. In Sachsen hat die Erstaufnahmeeinrichtung ihren Sitz in Chemnitz mit mehreren Außenstellen. Also er war zuerst am Anfang in Chemnitz oder zwischen Dresden, die waren in Zelten und da kann nicht draußen gehen, es ist ein bisschen schwer, da gab es viele Menschen, die ist dagegen und er hat gesagt, es ist ein bisschen also radikal, das gegen die Flüchtlinge und er hat es gesagt, also sie waren hier jetzt, also er fühlt sich wohl und er hat gesagt, ja, jetzt fühlt sich jetzt, er hätte gerade von Anfang jetzt, also hier sein Leben, also in Born. Hat gesagt, es am Anfang ist ein bisschen richtig schrecklich und schwierig. Also am Anfang in Deutschland. Asylbewerber unterzubringen ist Pflichtaufgabe der Landkreise. Der Landkreis Leipziger Land kann deshalb nicht darüber entscheiden, ob und welche Asylbewerber er unterbringt. Er ist dazu per Gesetz verpflichtet. Der Landkreis kann nur festlegen, wie und wo er die Unterbringung organisiert. Rein praktisch sieht es so aus, dass wir von der Landesdirektion eine Ankündigung bekommen, in welcher Kalenderwoche wie viele Personen zu erwarten sind. Das sind manchmal 49 Personen, es wird aber auch Wochen geben, wo es bis zu 100 Personen sein werden, die zu uns kommen und die werden dann eben von Chemnitz mit dem Bus hierher transportiert und wir müssen den Vorlauf schaffen, in der Zeit eben die notwendigen Plätze zur Verfügung zu stellen. Der Regelfall ist so, dass die Unterbringung zunächst erstmal in den Gemeinschaftsunterkünften erfolgt und in den Gemeinschaftsunterkünften geschaut wird, insbesondere wenn Familienstrukturen vorhanden sind, dass man dann die Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften freiräumt, indem man Familien in Wohnungen lenkt. Er hat gerade gesagt, er möchte gerne die deutsche Sprache lernen, beherrschen und er möchte gerne weiter studieren in Deutschland, damit er sich mit der Deutschen integrieren kann. Und er möchte gerne also nochmal nach Syrien wieder zurückkehren, falls Krieg zu Ende. Also er würde gerne schon wieder zurück in die Heimat. Das ist seine Hoffnung, dass Krieg immer zu Ende ist. Also.
Der Wunsch nach einem Deutschkurs ist groß. Jedoch solange das Asylverfahren dauert, gibt es dafür keinen gesetzlichen Anspruch. Also hat es jemand, das diese Buchstaben gegeben und der möchte gerne also die deutsche Sprache lernen, der kann später also Kommunikation also mit deutschen Menschen also mitmachen und ja, der will sich integrieren. Für die Kinder, die hierher kommen, gilt natürlich auch die Schulpflicht, die umgesetzt wird, die natürlich bei einer dezentralen Unterbringung auch konfliktfreier und schneller funktioniert, weil dann in der Regel gerade die kleineren Kinder in der Grundschule mit den Kindern, die hier in unseren Schulen sind, auch sehr schnell die Sprache erlernen können. Bei älteren Kindern werden sogenannte DATS-Klassen eingerichtet, DATS, also DAZ, Deutsch als Zweitsprache, in welcher dann die Kinder die deutsche Sprache erlernen. Für die Eltern wird es ein bisschen schwieriger, wobei wir da auch als Landkreis, denke ich, ein gutes Beispiel sind, wie man über die Volkshochschule, die ja im Grunde genommen als Eigenbetrieb des Landkreises tätig ist, mit einem kleinen Grundkurs startet, um zumindest die täglichen Vokabeln des Lebens in Deutsch zu erlernen. Aber auch hier stoßen wir natürlich an unsere Grenzen. Wir sind dringend auf der Suche nach weiteren Honorarkräften, die uns da vielleicht auch unterstützen können. Der Syrier Mohamed Al-Hamawi ist 45 Jahre alt und Tischler. Er will aber nicht so hier sitzen, nicht zu Hause. Er will gerne arbeiten, er will gerne also die Zeit ausnutzen, so wie man sagt. Also, ja. Ach, momentan sind aber alle befragt. Ja, der hat gesagt, ich hoffe, dass schnell wie möglich kommt unser Aufenthalt. Da können wir also irgendwo hingehen oder irgendwie arbeiten oder lernen oder was ist Möglichkeiten hier in Deutschland. Hat das auch gesagt. Also will sitzen und also nur in diesem Zimmer oder zu Hause sitzen, das ist nicht sein Ziel. Die Zuweisung von Asylbewerbern auf die Landkreise erfolgt nach einem festgelegten Anteil, nachdem der Landkreis Leipziger Land 6,36% aller in Sachsen ankommenden Asylbewerber aufnehmen muss. Die Jahresprognose für das gesamte Jahr sah ein Plus von 1200 Personen vor. Wir gehen jetzt davon aus, dass es mindestens 2400 werden, sodass wir in etwa am Jahresende bei einer Zahl von 3.500 liegen. Wir müssen aufgrund der Zahlen, die wir dieses Jahr noch zu erwarten haben, versuchen, einen Großteil natürlich in Wohnungen unterzubringen. Aber wir merken sehr schnell, dass Wohnraum, der leer steht und schnell verfügbar ist, an seine Grenzen stößt. Beziehungsweise, dass die Kommunen, die in der Nähe von Leipzig sich befinden, über gar keine freistehenden Wohnungen mehr verfügen, weil dort ein ganz anderer Wohnungsmarkt herrscht, wie vielleicht weiter weg von Leipzig. Aus dem Grund werden wir auch für den Oktoberkreistag noch Beschlüsse vorbereiten, wo wir 4 weitere Gemeinschaftsunterkünfte vorbereiten, die sich etwa auch so im Segment 100-150 Plätze bewegen. Seit anderthalb Jahren hat seine Familie nicht gesehen und die sind jetzt in Jordanien. Ja. Er will Familienzusammenführung. Also er muss einen Antrag stellen. Er hatte schon einen Antrag gestellt bei der deutschen Botschaft in Jordanien. Falls er Aufenthalt hat, dann kann er sofort seine Frau und seine Kinder nach Deutschland kommen. Also über Zusammenführung Gesetze, glaube ich. Er ist sehr optimistisch. Er sagt es zu mir, kann ich das meine Ziel erreichen, dass die deutsche Sprache lernen und hier in Deutschland weiter studieren und ich kann nochmal in der Uni, also als Student einsteigen und ja. Und erstens hat es gesagt, die 6 Menschen hier in diesem Zimmer wohnen, die sind alle gebildet sind und die sind auch, die haben in Damaskus studiert und ja, und sie wollen alle gerne in Deutschland weiter studieren. Und er hat Diplomabschluss in seiner Heimat, also abgeschlossen.
Aber trotzdem, ich habe so ein oder zwei Monate als Master Degree, möchte gerne also auch machen, aber leider der Krieg und Ärger und katastrophal in seinem Land, ist es auch, geht nicht, es wird dann so weiter lernen und weiter studieren. Ohne deutschen Pass leben insgesamt rund 4.800 Menschen im Landkreis Leipzig. Bei einer Bevölkerung von über 255.000 Einwohnern entspricht dies einem Ausländeranteil von 1,9%. Darunter sind EU-Bürger, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, junge Menschen, die hier studieren, Austauschschüler, ausländische Familienangehörige, deutscher Staatsbürger sowie Asylbewerber und Flüchtlinge.